Guten Tag miteinander. Herzlichen Dank, dass ich für ein Produkt von Artafire entschieden habe. Gerne möchte ich Ihnen in diesem Video Schritt für Schritt Anleitung geben, wie Sie den Boxofen korrekt einfeuern, auf was Sie zu achten haben, speziell bei der Ersteinfeuerung. Hier haben wir jetzt die Box 67. Das hat eine hohe Scheibe. Dann auch mit den Speicherboxen. Da haben wir eine oder zwei Möglichkeiten mit Speicherboxen. Da sind jetzt 120 Kilo pro Box drinnen, also 240 Kilo Speichermasse, dass ich da wirklich einen sehr guten Speicher habe. Vom Grundprinzip her, ich habe hier die kalte Hand. So kann ich eigentlich den Ofen vor allem im heißen Zustand auf und zu regeln. Eben wenn ich jetzt das erste Mal einfeuere, kann ich das auch problemlos mit der Hand so bedienen. Dann haben wir hier innen drinnen noch eine Aschenkasten. Hier kann ich auch mit dem Bügel reingehen, hier den Rost rausnehmen und innen drin als den Aschenbox. Eben wenn Sie jetzt mehrmals gefeuert haben, ist es gut, wenn Sie es sauber rausputzen. Wir empfehlen jetzt für dieses Produkt einen Aschesauger zuzutun. Ist auch vom Handling her viel einfacher. Dann haben wir hier die Frischluftbedienung. Die kann ich halt hier mit dem Schieber so von vorne her regulieren. Wenn Sie innen aufmachen, sehen Sie, dass rechts ein Plus ist und links das Minus. Das heißt, Sie können, das Plus ist klar, ist ganz offen. So können Sie die Frischluft für die Verbrennung regulieren. Jetzt vom Einfeuern her, eben von der Scheitgröße, wir sagen, so eine Seite sollte nicht größer als 7 cm sein, also nicht richtig große, dicke Scheite, sondern es muss gut gespalten sein. 33 cm von der Länge. Es gibt hier verschiedene Varianten. Man kann hier entweder so ein bisschen eine Kreuzbeige machen, so schräg drüber legen. Das ist ja vom Handling, weil der hat nicht so viel Tiefe auch. Kann man da auch minim ein bisschen so schräg legen. Grundsätzlich ist es immer gut, wenn das Holz ein bisschen weiter von der Scheibe weg ist. Um ganz eine langsame, schöne Abbrand zu kriegen, mache ich die Art alle liegend rein und alle in die gleiche Richtung. Die Holzscheite sind auch relativ dicht aneinander. Dadurch brennt es dann auch, wenn wir eben Top-Down-Verwendung machen, brennt das schön langsam von oben nach unten. Das ist auch das Kerzenprinzip, wie eine Kerze von oben nach unten brennt. Feuern wir hier auch oben an. Das ist sehr wichtig, weil auch die Luft, Primärluft, die kommt von hinten, von oben. Wenn Sie da unten anzünden, dann kommt der auch nicht richtig in Gang. Dann haben wir hier, also von der Bedienung hier nach oben, der Rauchgasklappe. Grundsätzlich ist eigentlich immer so, wie der Klappengriff ist auch die Klappe innen drin. Das heißt, so ist jetzt offen. Auch wenn Sie den nach oben drehen, ist so auch offen und so wäre es geschlossen. Oder? Genau. Also hier mal aufmachen. Dann tue ich hier die Anzünder rein. Hier ist auch wichtig, eben, wenn Sie zum Beispiel einen Außenkamin haben, einen Außenschornstein, Sie müssen den richtig warm kriegen. Das heißt, hier nicht sparen, lieber eben zwei Anzünder oder sogar drei Anzünder, dass Sie möglichst schnell eine hohe Hitze haben. Das ist eigentlich, ich sage, die ersten paar Minuten beim Feuern sind entscheidend, dass es dann auch wirklich gut zum Brennen kommt. Und dann eigentlich hier wirklich nochmals genug Kleinholz obendrauf, damit ich wirklich schnell eine sehr hohe Hitze dann kriege, oder? Also hier kann man richtig obendrauf tun. Das ist eines der Hauptgründe, wieso auch die Öfen dann nicht brennen oder vielleicht am Anfang gut brennen und nachher, wenn es zum dicken Holz kommt, das Feuer wieder ausgelöscht wird, ist eigentlich, weil die meisten Kunden tun hier oben zu wenig Kleinholz obendrauf, oder? Also hier einfach nicht sparen. Ich tue jetzt hier wirklich mal genug rein. Wenn Sie jetzt ein Holz haben, wo gute Angriffsfläche hat, kann man auch oben mal ein dickeres Holz rein tun, dass man nicht ganz so viel Anzündholz braucht. Aber eben Grundprinzip, es muss oben wie eine Glutbeet entwickeln können.
dass dann, wenn es zum dicken Holz kommt, dass es dann sauber brennt. Hier habe ich jetzt die Scheibe bewusst so nicht ganz geschlossen. Das kann am Anfang einfach helfen, um ein bisschen Falschluft, also Luft vom Raum zu kriegen. Und das zieht dann so rein, das hilft auf die ersten paar Minuten, um das Feuer so richtig zu entfachen. Also hier würde ich offen lassen, ein bisschen. Kann es eben so leicht eingehakt machen, dass die Türe nicht auffallen kann. Genau. Jetzt eben, wenn Sie das erste Mal einfeuern, eben ist vom Lack, also das ist der Ofenlack, die Art in den Nasslack, der brennt sich erst richtig ein, wenn Sie eben feuern. Das kann dann dazu führen, oder wird bei allen Öfen, Schwedenöfen, dazu führen, dass Sie starke Rauchentwicklung haben werden. Sie riechen das aber, das ist so einen leichten chemischen Geruch. Es hat nichts mit dem Rauch vom Ofen selber zu tun. Dann eben wichtig zu wissen, auch eben wenn es jetzt irgendwie Rauch unten rauskommen würde, aus irgendwelchen Gründen, es kann sein, dass wenn Sie jetzt mit der WC-Lüftung oder auch Dampfabzug einen Unterdruck im Raum kriegen, dann zieht es Ihnen den Rauch raus. Das ist eigentlich das Problem, hat nichts mit dem Ofen zu tun, sondern mit dem Unterdruck im Raum. Hierzu können Sie eigentlich ganz einfach testen, wenn Sie das Fenster aufmachen, ob sich dann das Feuer erholt und dann auch gut brennt. Da müssen Sie wirklich darauf achten, dass wenn Sie das Feuer machen, eben Dampfabzug nicht läuft oder eben wenn Sie im Kochen sind gleichzeitig und der Ofen brennt, dass Sie dann das Fenster in der Küche kippen, dass auch immer der Luftausgleich vom Raum gewährleistet ist. Eben wie Sie sehen, es geht eigentlich ein paar Minuten und man ist dann schnell, jetzt hat es immer noch ein bisschen Rauch, aber man ist mit dieser Top-Down-Verbrennung relativ schnell im rauchlosen Zustand, also dass ich nicht einen großen Qualm habe und die brennen dann fantastisch. Vielleicht von der Scheibenreinigung gibt es mehrere Möglichkeiten. Das natürliche Mittel, um die Scheibe zu putzen, ist auch, wenn ich jetzt Haushaltspapier nehme, das feucht mache, dann in die Asche rein tunke, also so ein bisschen in das feine weiße Pulver rein tun, dann die Scheibe mit dem einreiben. Dann einfach mit reinem Wasser wieder nachwischen. Das funktioniert meist sehr gut. Wenn Sie jetzt aus irgendwelchem Grund so ein bisschen Glanzruß haben, also so wirklich so ganz hartnäckigen Ruß, dann haben wir zum Beispiel hier einen Schaum, spezielle Kaminreinigungsschaum, den können Sie einspritzen, ein bisschen einwirken lassen und dann geht das auch wieder sauber weg. Dann eben vom Anzünden her, wir haben hier spezielle Art of Fire Anzünder, die sind ein bisschen spezieller als die normalen, wo man so kennt. Also immer Anzünder verwenden, nicht irgendwie Zeitung. Zeitung würde ich nicht verwenden, weil es halt wirklich viel Rückstände von Asche gibt. Und wenn Sie auch die Scheiben dann aufmachen, dann ist schon die Zeitungsstücken, die übrig bleiben, die fliegen dann in den Raum. Also das ist nicht optimal. Diese sind auch spezielle mit Hartholz, Wachs getränkt, das heißt, die werden bis 800 Grad heiß. Die brennen auch viel länger als jetzt die klassischen, wo man hat, können Sie bei uns im Shop bestellen. Dann eben soweit, eben es gibt immer mal verschiedene Ursachen, warum der Ofen nicht brennt oder ein Problem gibt. So, eben das eine mit der Lüftung habe ich schon erwähnt. Das andere ist, wenn Sie jetzt eben Außenluft haben, können Sie zum Beispiel kontrollieren, wenn Sie den Schieber aufmachen, Frischluftklappe auf, können Sie oben bei der Scheibe, also wenn Sie aufmachen, gibt es ja die Scheibenspülung, Sie können mit der Hand das führen, ob es wirklich auch kalte Luft reinzieht. Wir haben immer mal wieder auch im Neubau, dass zum Beispiel der Gipser außen die Frischluft zugemacht hat, oder es gibt so verschiedene Gründe. Genau. Also da kann man selber ein bisschen kontrollieren. Von der Reinigung im Feuerraum, also Sie müssen wirklich einfach die Scheibe reinigen, das ist auch das, was Sie selber machen müssen. Feuerraum hinter nichts reinigen, eben einfach die Asche rausputzen. Das ist auch immer, wenn ich eine hohe Hitze habe, dann putzt sich manchmal die Rückseite fast schon von alleine. Aber eben das gehört dazu, also da nicht mit feuchten Lappen oder irgendwas so reinigen. Eben das erste Mal feuern ist eben auch gut, wenn die Scheibe grundsätzlich so offen bleibt. Das hat auch mit der Scheibendichtung zu tun, dass die nicht festklebt, weil eben der Lack muss sich einbrennen. Das ist gut, wenn das so weit einfach offen bleibt.
Eben hier unten haben Sie das Fach, hier können Sie Holz reinlegen. Also können Sie gut eigentlich den Raum mit Holz füllen, das sieht ja auch optisch gut aus. Genau, das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge in Kürze. Wenn Sie irgendein Problem haben oder etwas, können Sie sich gerne bei uns melden. Sie können uns eine Mail schreiben auf afor@artoffire.ch. Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn Sie uns eine positive Google-Bewertung auch machen. Das ist sehr wichtig für unser Unternehmen. Uns hat es wirklich gefreut, diesen Auftrag für Sie auszuführen. Herzlichen Dank und viel Freude mit Ihrem Ofen. Danke.